Hallo alle zusammen, ich hoffe, es geht euch allen gut da draußen. Ich heiße euch herzlich willkommen zum zweiten Teil von mir hier, der zweiten Folge bei Vollnormal TV. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wie angekündigt geht es um das Thema Mensch oder Lemming. Und beginnen möchte ich das mit einem Zitat aus einem Buch, dass ich gerade am Lesen bin, ist eigentlich nur so ein Roman, aber passt gerade irgendwie. Die wirkungsvollste Art, die Armen unschädlich zu machen, besteht darin, dass man sie lehrt, die Reichen imitieren zu wollen. Das ist das Gift. Und damit blendet der Kapitalismus. Zu dem Song von mir, Mensch oder Lemming. Ich möchte vorher kurz, die meisten denke ich, kennen dieses Sprichwort, du bist ja wie ein Lemming oder bist du ein Lemming. Viele habe ich erfahren, aber wenn ich das Lied gesungen habe, wissen auch gar nicht, was ein Lemming ist. Von daher, das ist irgendwie so ein kleines murmeltierartiges Viech, was in Massen irgendwo da rumrennt. Und das wurde wohl mal von irgendeinem Forscher beobachtet. Ich glaube, mittlerweile hat sich als ein Mythos herausgestellt, aber hat sich so in der Volksseele im Sprichwort festgehalten, dass die alle einem einzigen hinterherlaufen und der läuft ab über die Klippe, stürzt in den Tod und alle anderen laufen hinterher und stürzen sich auch in den Tod. Also eigentlich total bescheuert. Einfach nur nachlaufen, ohne nachzudenken. Und wenn diese Lemminge dann vielleicht irgendwie eine Veränderung wollen, ne, die sind auf einer Insel, was machen sie? Vielleicht stoppen ein paar und dann laufen sie dem nächsten hinterher, bis sie wieder an die nächste Klippe kommen. Also, jetzt sind wir jetzt ein solches Viech oder sind wir Menschen, die in der Lage sind, den Verstand zu benutzen, das Herz zu benutzen und zu erkennen, dass wir hier kreativ erschaffen können auf diesem Planeten, was wir wollen. Oder laufen wir in der Masse, die meisten Menschen, ich weiß, viele fühlen sich nicht angesprochen, das ist ja auch gut so, oder laufen wir in der Masse irgendwelchen Idealen, irgendwelchen künstlich erschaffenen Autoritäten nach und schauen gar nicht groß nach rechts und links, was passiert auf diesem Weg, wo geht's lang, was kommt da vorne um die Ecke. Laufen wir irgendwelchen in der Verhaltensweise irgendwelchen Sachen nach, die von Politikern zum Beispiel gesagt werden, hat das Einfluss auf das, wie unser Leben geführt wird? Laufen wir Marketing- und Werbeversprechen hinterher? Bilden sich viele ihr Bild über das, was in der Welt geschieht, nicht noch sehr einseitig über die normalen Mainstream-Medien, obwohl doch heute jeder weiß, es gibt andere Informationen und es ist einfach in der Verantwortung von jedem Einzelnen eine Medienkompetenz zu entwickeln, dass man sich einen Überblick schafft. Und da stellt man fest, es ist nicht so, dass im Internet nur Scheiße steht, es steht genauso oft im Internet mal was Blödsinn ist, genauso oft wie es in der Bildzeitung oder Fokus oder sonst wo steht. Die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Aber jeder hat heutzutage im Internet die Möglichkeit, ganz viele Blickwinkel auf ein Ereignis zu werfen, das einen selbst betrifft. Und nicht einfach nur zu hören und zu gucken und die Nachbarn, die reden auch nicht viel drüber. Wir unterhalten uns wieder über unsere Krankheiten und wann wir dann endlich in Rente gehen. Ja, ich habe mir da so ein bisschen was aufgeschrieben, damit ihr das mal seht, aber ich muss mich da selbst ein bisschen immer reingucken. Ja, ist es nicht so, dass die... Also für mich ist dieses Bild Mensch oder Lemming ein Synonym für eine Folgsamkeit, für eine Autoritätsabhängigkeit, dass man nicht auffallen möchte, nicht abweichen möchte von der Masse. Weil die Masse
sich halt noch nicht dafür interessiert, was meine eigene Kaufentscheidung für Konsequenzen hat in der Welt, was mein Lebensstil für Konsequenzen, für Eindrücke in der Welt hinterlässt, für Kinder, aber auch jetzt unmittelbar für andere Lebewesen und Menschen. Das zu dem Ding dann, bei dem Lied singe ich dann auch so eine Zeile. Wir sehen den Abgrund nahen. Ich weiß nicht, muss ich das wirklich ausführen jetzt noch, auf wie vielen Ebenen wir voll mit Richtung 180 gegen die Mauer unterwegs sind. Von der Ernährung, von der Anbau von Nahrung, von der Verteilung von Nahrung, von unserem Geldsystem, vom Gesundheitswesen, vom Bildungssystem, von den Medien, von der Politik, von dieser unsäglichen Globalisierung, diesem irren Wirtschaftswachstumswahnsinn. Darum geht es aber im nächsten Video, das Thema Wirtschaftswachstum, deswegen will ich da jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Es wird Zeit, eine Vollbremsung hinzulegen. Ich weiß nicht, wie ich es noch anders sagen soll. Und da das mit Sicherheit nicht von oben kommt, also von oben, diejenigen, die die Macht, die das meiste Geld haben, die haben schon immer dafür gesorgt, dass ihnen die Armen nicht irgendwie wirklich gefährlich werden können. Und das wirksamste Mittel, was sie da gemacht haben, ist, dass wir alle Einzelkämpfer sind, dass wir versuchen, auch so erfolgreich und so tralala. Das geht los in der Erziehung, in der Bildung, dass da immer eine Autoritätsperson ist, dass wir die Kinder nicht erziehen, dass sie sich frei entfalten, nachdem der eine rechnet halt gerne, der andere malt lieber Bilder. Na und, muss denn jeder rechnen und Bilder malen können und tralala, überleg doch mal selbst. Ich habe mittlere Reife, von dem, was ich in der Schule, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das waren, gelernt habe, was brauche ich wirklich davon in meinem Leben? Lass es mal 10% sein. Der Rest besteht darin, dass ich möglichst haargenau das nachplappere, was jemand anderes mir sagt. Das ist der Sinn der ganzen Erziehung, des ganzen Schulsystems, warum das so aufgebaut ist. Dass es normal wird, dass irgendwo jemand ist, der mehr Verantwortung hat und über mein Handeln Daumen hoch, Daumen runter gibt, anstatt dass die Menschen selbst Verantwortung dafür unternehmen. Dadurch haben sie es geschafft, dass die so mächtig werden und wir dann alles mitmachen, dass so viel Scheiße auf der Welt passiert. Aber das ist etwas, wo jeder Einzelne für sich selbst entscheiden kann. Ich mach da mit oder ich mach da nicht mit. Da gibt es ein anderes Textstelle, die für mich viel sagt, Schöpfungswesen mit göttlicher Macht, ja hör gut zu, ich habe dabei an dich gedacht. Das singe ich zuallererst mal ganz egoistisch zu mir selbst, um mir selbst bewusst zu machen, was ich innerhalb meines Wirkungsbereiches wirklich tun kann und wie weit ich mein Leben so leben kann, wie ich möchte. Und ich kann nur sagen, es funktioniert. Wenn sich jemand angesprochen fühlen mag von diesen Zeilen, gerne, horcht mal in euch rein. Also, die Welt, wie sie jetzt so ist, die ist so, weil wir es so wollen. Wenn wir eine andere wirklich wollten, dann hätten wir eine andere, dann kriegen wir eine andere hin. Es ist jede Realität hier schaffbar. Das, was jetzt ist, haben wir auch geschaffen. Das ist nicht vom Himmel gepurzelt. Ich werde unter das Video in die Videobeschreibung einfach einige Links machen. Das sind natürlich nur meine persönlichen Ansichten, wo ich einfach mal zeigen will, es gibt auf jeder Ebene, wo was im Argen liegt, gibt es genügend Beispiele irgendwo in der Welt, wo schon mal ein vernünftiger Lösungsansatz ausprobiert, umgesetzt wurde. Es liegt nur an uns, was wir stark machen. Und das liegt an jedem Einzelnen. Mache ich diesen Mist hier wirklich weiter mit? Was ist denn das für eine Zukunft? Was bauen wir uns denn hier für eine Zukunft auf? Es kann mir doch keiner mehr erzählen, hier gerade auch in Deutschland, dass man total zufrieden ist. Wie viele brauchen denn 2, 3 Jobs, dass sie überhaupt rumkommen? Wenn ich heute mit dem Einkaufswagen mit 50 Euro
bezahle, dann ist da unten so ein kleines Häufchen. Kennt doch jeder. Wie war das damals mit 50 Mark? Da hast du fast zwei Wagen gebraucht. Alles andere ist doch Augenwischerei. Das muss doch ein Ende haben. Und wenn es ein Ende haben muss, dann sollten wir wirklich den kompletten Schritt gehen und sagen, wir erkennen, dass es mit dieser Wachstums-Bla-Bla-Bla, wir müssen hier TTIP, wir müssen ja Standard, damit Wettbewerb, damit wir vorne sind, das ist alles Bullshit, verdammte Scheiße. Und wenn sie dieses TTIP umsetzen, es liegt an jedem Einzelnen von uns, inwieweit das erfolgreich ist oder nicht. Wenn immer mehr Menschen sagen, okay, ich mache den Lebensstil hier einfach nicht mehr mit, scheißegal, was die Nachbarn denken, es fühlt sich für mich nicht mehr stimmig an, dass ich in irgendeiner Mietswohnung jeden Monat schon 500, 600, 700 Euro dafür bezahle, dass ich überhaupt existiere, dann brauche ich noch was zu essen, dann will ich vielleicht auch mal noch weggehen, das kann doch alles nicht mehr sein. Dann zieht die Konsequenz und sucht euch alternative Lebensweisen, wo ihr nicht so viel Geld braucht zum Leben. Macht euch frei von diesem Druck und damit können die mit TTIP beschließen, was sie wollen, wenn keiner den Scheiße kauft. Wenn sich die Menschen wieder entschließen, regional das zu fördern und ja, viele Alternativen, die ich jetzt unten in die Links reinmache, solche Sachen zu stärken, dann können die beschließen, was sie wollen. Die beschließen das ja nur, weil sie damit rechnen, dass auch dementsprechend Geld fließt. Aber ob das Geld fließt oder nicht, das entscheidet ihr in dem Moment, wo ihr den Geldbeutel aufmacht oder eine Überweisung tätigt. Etwas, was zum Beispiel ganz viel bewegen würde, nehmt keine Kredite mehr auf. Meine Oma, Uroma war das nochmal normal. Wenn man das Geld nicht hat, dann kauft man es nicht. So. Und auch hier wieder, es liegt bei jedem selbst. Das zu dem Song. Der jetzt kommt. Mensch oder Lemming, 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 Mensch oder Mensch oder Lemming, du musst dich entscheiden. Dein Vordermann wird vielleicht nicht mehr lang bleiben. Er geht neue Wege oder stürzt in den Abgrund. Vor dieser Wahl stehst auch du, die Bedenkzeit ist um. Mensch und Lemminge haben viel gemein. Ein Depp läuft vor, die anderen hintendrein. Sehen den Abgrund nahen, die ersten stürzen schon. Deine ganze Family, Vater, Mutter, Tochter, Sohn. Einfach immer weiter auf ausgetretenen Pfaden. Vor dir einer, nach dir auch, vergesst ihr unsere Gaben. Die Welt ist so, weil wir es so wollen. Die Sterne vom Himmel könnten wir uns holen, doch abseits des Weges lauern schlimme Dinge. Terror, Hass, kranke Umwelt, fahr ich schon in unserem Sinne. Und überhaupt, was sollst du dich beklagen, dir? Geht's doch ganz gut. Die anderen sind auch still.
zögert die Wut. Schöpfungswesen mit göttlicher Macht, hör gut zu, dabei hab ich an dich gedacht. Deinen Weg bestimmst zur Zeit nicht, und die Profitierenden schauen hämisch zu. Sie hindern schon lange uns alle daran, die Wege zu sehen, die der Mensch gehen kann, wo sie uns hinführen, da ist es nicht schön. Und jeder von uns kann auch andere Wege gehen. Mensch oder Lemming, du musst dich entscheiden. Dein Vordermann wird vielleicht nicht mehr lang bleiben. Er geht neue Wege oder stürzt in den Abgrund. Vor dieser Wahl stehst auch du, die Bedenkzeit ist dumm. Mensch oder Lemming, Mensch oder Lemming, Mensch oder Lemming, Mensch oder? Ja, ich weiß ja nicht, bin ich der Einzige, der solche Gedanken hat, oder gibt es da noch andere? Ja, auch das gehört zu Seid lieb. Ich kann meinen Mund da nicht halten und vielen Dank wieder, dass ihr bis dahin zugehört habt. Wenn es euch gefällt, gerne liken, teilen. Im nächsten Song, im nächsten Video geht es um das Thema Wirtschaftswachstum. Der Song heißt Wachse, Wachse, heilige Wirtschaft. Ja, bis dahin, alles Gute und seid lieb.